Morgen, liebe Zuschauer. Ich darf heute erneut in Nürnberg sein. Ich war ja schon im Nürnberger Land, bin heute in Nürnberg bei der wundervollen Katja Hessel. Hallo, liebe Katja. Hallo, Nicole. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast. Dein Motto ist ja die Frau für ein nachhaltiges Zahlenwerk. Deine Beschreibung, die Frau für die harten Fakten, aus Leidenschaft für die Menschen und aus Überzeugung für das Bewusstsein für übermorgen. Wenn man das Hauptthema Finanzen hat, so wie du, wie und wo fokussiert man sich auf Teilbereiche und welche sind das bei dir? Also es ist ja ein Riesenthema und Finanzen ist ja auch mit Steuern. Und da ich vom Background her ja Steuerberaterin, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Steuerrecht, sind es bei mir natürlich die Steuern. Ich brenne ein Stück weit für das Zahlenwerk, deswegen ganz klar die Steuern. Und da habe ich mich jetzt die letzten 4 Jahre, und das würde ich sehr, sehr gern weitermachen, hauptsächlich auf die Unternehmenssteuern fokussiert und auf so internationales Steuerrecht. Das macht viel Spaß und da ist auch viel Musik drin. Okay. Wieso viel Musik drin, wenn ich jetzt gerade mal nachhaken darf? Weil wir ja immer diskutieren, was ist denn ein fairer Steuerwettbewerb? Und wir diskutieren immer über Steueroasen, über das Trockenlegen von Steueroasen. Und gerade wird international viel darüber diskutiert, wie kann man denn gerechtes internationales Steuerrecht machen oder Besteuerung machen. Da ist jetzt viel bei der OECD gelandet. Die G7 haben sich jetzt geeinigt, wie das so alles aussehen kann. Und das wird noch spannend die nächsten Jahre. Okay. Wird damit Ländern möglicherweise ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen entzogen? Oder? Also ich glaube, wir wollen ja weiterhin einen Steuerwettbewerb. Also wir möchten nie, dass alles gleich ist. Mhm. Aber ein Wettbewerb, damit er funktioniert, muss er auch fair sein. Mhm. Und so wie es in der Wirtschaft so ein Kartellamt gibt, finde ich so eine globale Mindeststeuer für so einen fairen Steuerwettbewerb schon eine gute Geschichte. Okay. Welche Aktivitäten im Rahmen deiner Fraktionsarbeit in Berlin hat dich die letzten 4 Jahre wirklich begeistert? Also wo du so sagst, so wow, wieder hinbekommen oder dass wir auf das Thema gekommen sind oder dass wir das angepackt haben. Was war so der Punkt, wo du sagst, so vielleicht auch ein bisschen selbst überrascht? Ich glaube, ich hab ja lange nachgedacht, was du dir jetzt sagst. Was ist der eine Moment, wo du so sagst, wow. Ich glaube, wir hatten eigentlich viele so Momente, wo du dann auch plötzlich gemerkt hast, und ich hatte es letzte Sitzungswoche, in einem ganz anderen Bereich. Wir hatten viele Anträge zum Beispiel zum Thema Bildung. Jetzt bin ich ja kein Bildungspolitiker, aber einen fand ich, der hat mich so weggehauen, weil ich mir dachte, das ist eigentlich so einfach und so genial. Das waren Lernbuddies. Das klingt jetzt erstmal ganz komisch, aber das war wirklich die Idee. Wir haben jetzt Corona, wir haben viele, viele Schüler, die nicht mitkommen, die zu Hause sitzen, um die sich keiner kümmert. Und wir haben viele Lehramtsstudenten, denen einfach die Praxis fehlt. Und switch die doch zusammen, bringen die zusammen. Die einen kriegen Praxis, können auch viel früher gucken, ist das überhaupt ein Beruf für mich? Und die anderen haben eine individuelle Betreuung. Und das fand ich einfach eine super Idee, wo ich mir gesagt habe, wow. Und die anderen Geschichten finde ich immer die, wo es auch fraktionsübergreifend irgendwas passiert, finde ich spannend. Und bei mir war es eine schöne Geschichte im Finanzausschuss, wie wir uns mal als Frauen, wir sind nicht so sehr viele Frauen im Finanzausschuss, muss man jetzt sagen, uns als Frauen so zusammengesetzt und gesagt haben, Mensch, es gibt ja auch viele, auf der anderen Seite viele weibliche, also Steuerrecht ist ja theoretisch eigentlich relativ weiblich, aber wenn du so Sachverständigenrunden hast, sitzen da extrem viele Männer. Dass wir einfach mal so eine Initiative gemacht haben, die Frauen im Finanzausschuss treffen die Steuerrechtsprofessorinnen. Okay. Dass wir da ein bisschen weiterkommen. Also ich habe tatsächlich auch eine weibliche Steuerberaterin. Ja, also, aber wenn du so Sachverständigenanhörungen etc. hast, wird es eher männlich. Wir sind schon bei Frage 3. Mittelfranken ist ja so ein Stück weit deine Heimatregion. Welche Entwicklung der letzten 10 Jahre findest du besonders erwähnenswert? Weil du hast ja immer auch dadurch, dass du auch mal wieder eine Woche in Berlin bist, du hast immer wieder auch mal den Blick von draußen. Also natürlich der ganze Strukturwandel, den die Region auch mitgemacht hat. Wir haben viel alte Industrie verloren, aber auch viel Neues dazu gewonnen. Und mir ist auch überlegt, und das ist heute richtig cool, es feiert heute der Energiecampus seinen 10-jährigen Geburtstag. Der Energiecampus ist aus den Strukturfördermitteln entstanden, die es damals gab nach der Pleite der Quelle, also nach der Quelleinsolvenz. 10 Jahre, und das besonders Schöne ist, ich war da auch noch aktiv mit dran beteiligt. Okay, also nicht nur die Frau für Berlin, sondern auch die Frau für die Region.
Ja, es kam noch aus der Zeit der Staatsregierung, also aus München heraus, aber das ist natürlich so ein Stück weit immer auch ein bisschen, ganz, ganz klein bisschen mein Baby gewesen. Und dann ist es schon sehr schön, wenn du jetzt sagst, es ging weiter, es ging nach der Anschubsförderung weiter und da kommen ja auch tolle Geschichten raus. Also ganz viel Wasserstoffentwicklung, Wasserstoffforschung kommt aus dem Energiecampus und das ist schon cool hier auch für die Region. Machst mich jetzt fast ein bisschen neidisch. Ich hätte auch gerne sowas für unsere Region. Wie sieht so eine Vorbereitung für die Sitzungswoche aus? Also ich kann mir vorstellen, gerade wenn ich mir so manchmal die Bundestagsdebatten anschaue, die bis morgens um 7 gehen oder bis um 5, da waren ja jetzt gerade die letzten Tage wieder so ein paar Hämmer dabei, wo ich so dachte, wie schafft ihr das? Also ich wäre abends um 10 platt, muss ich ehrlich gestehen. Wie bereitet man sich auf so eine Sitzungswoche vor? Was muss alles bedacht werden? Was macht man denn da so alles? Also ich kann mir da einen riesen Berg an Arbeit vorstellen. Also sie ist so eine Sitzungswoche ist eigentlich relativ gut durchstrukturiert, sage ich jetzt in vielen Punkten. Das fängt jetzt an, dass du montags einfach die entweder anreist oder ich bin jetzt ganz oft Sonntagabend schon angereist, weil ich Montag früh schon die ersten Anhörungen hatte, weil der Finanzausschuss so ein Megaprogramm hatte, dass dann immer schon montags alles losging. Aber wenn das nicht wäre, würde eine Sitzungswoche bei mir normalerweise, da ging dienstags los mit den ganzen internen Gremien. Also wir treffen uns in der AG, das sind die 5 FDPler im Finanzausschuss, wir treffen uns im AK, dann nehmen wir noch die von dem Haushaltsausschuss mit dabei, also Politik, die rechnen kann, heißt unser Arbeitskreis, Finanzen und Haushalt. Da wird dann die Sitzungswoche schon so vorbesprochen. Also wir besprechen unseren Finanzausschuss vor, wir besprechen auch mal vor, guckst dann ja auch schon mal die vorläufige Plenartagesordnung an. Mensch, was haben denn die anderen für Anträge? Wer muss denn da reden? Wie sind denn die Initiativen? Ist da irgendwas, was wir aus fachlicher Hinsicht nochmal beraten müssen? Und gehst dann mit diesen Vorkenntnissen in die AK-Sitzung rein. Da berichten dann die anderen, was bei ihnen ist. Also so ein Kurzbericht, so gegenseitig auf den Stand der Dinge bringen. Und dann nochmal einfach auch zu diskutieren, wo ist denn was, wo müssen wir jetzt besonders aufpassen, wo brauchen wir gegenseitige Unterstützung, wo ist bei den anderen Anträgen irgendwie, und das ist jetzt bei uns halt so die Special-Geschichte, wo ist denn der Haushaltsvorbehalt, wo müssen wir denn mal reinbremsen, weil kannst du dir jetzt vorstellen, die Kollegen sind gut im Geld ausgeben und wir sitzen da halt immer ein bisschen auf der Bremse und sagen, wir können nur Geld ausgeben, das wir auch irgendwie haben. Also dann wird das so ein bisschen besprochen und da wird auch mal so eine interne Sachverständige eingeladen, dass man sagen, Mensch, wie zum Beispiel jetzt OECD-Steuern, wie stehen wir denn dazu? Wer kann uns denn nochmal Input geben? Oder wie diese ganze Wirecard-Geschichte auch war? Wie kann denn so eine bessere Finanzprüfung aussehen? Wo muss denn bei den Wirtschaftsprüfern rangegangen werden? Das machen wir so alles in AG und AK. Okay. Dann treffen sich mittags, das wisst ihr jetzt aber wahrscheinlich alle schon, dann trifft sich Dienstagmittag immer die Bayerische Landesgruppe und tauscht sich aus. Also wir momentan noch 12 FDP-Bundestagsabgeordnete aus Bayern und diskutieren halt auch aus den einzelnen AKs und auch mal, Leute, wo brauche ich denn Unterstützung? Wir haben hier gerade ein internes Problem, da kloppt irgendeiner dagegen, können wir da nochmal. Aber auch so andere Geschichten halt, das ist immer eigentlich nochmal, also es ist, glaube ich, A, wichtig, um auch so nochmal so einen Überblick zu kriegen und nochmal die bayerische Sicht der Dinge zu haben. Aber es ist auch einfach schön, weil das der einzige Punkt ist, wo du eigentlich die Kollegen siehst, weil du ja schon sehr fachlich unterwegs bist. Okay. Das ist also, das ist nicht so, dass wir uns alle in Berlin irgendwie ständig über den Weg laufen, sondern das ist wirklich so und teilweise... Und jeden Abend Party machen. Ja, der einzige Punkt. Und dann gehen wir nachmittags in die Fraktionssitzung. Und da wird jetzt auch nochmal... Also einmal die politische Lage allgemein besprochen, dann wird die Plenarsitzung vorbereitet, dann wird auf die letzte zurückgeguckt, dann wird auch geguckt, wo sind denn eigentlich so die Highlights, wie stehen wir denn dazu, warum stimmen wir denn wo dagegen. Ja, und dann ist auch der Dienstag rum. Dann gab es immer dienstags und fingen dann immer so parlamentarische Abende an, das kann man sich jetzt gerade gar nicht mehr vorstellen, weil nach 1,5 Jahren Corona und keinem gesellschaftlichen Leben mehr wird das jetzt, glaube ich, schwierig, aber das war halt auch nochmal so, wo du in deinem Fachbereich geguckt hast, was ist denn, wo informierst du denn, wo netzwerkst du denn, weil du brauchst ja auch diese Netzwerke in Berlin. Ja, und Mittwoch früh habe ich immer Ausschusssitzung, die geht bis 1 und ab 1 fängt dann das Plenum an und da ist es dann schon so, dann wird es ein bisschen unkontrolliert, sag ich mal, weil Plenum ist nicht wirklich, also bis dahin, bis Mittwochmittag ist alles klar strukturiert und dann fängt der Plenarbetrieb an, also das, was alle im Fernsehen sehen und dann wird es ein bisschen chaotisch, weil das verschiebt sich ständig und dann hast du halt auch, also ich mache mir zum Beispiel immer so einen Plenumsplan, wo ich gucke, wann sind denn unsere FDP-Anträge, wo ich gerne dabei sein müsste, wir haben ja immer 3 Slots.
Wo sind meine Finanzausschussanträge, wo ich hin muss, oder die Haushaltsdebatten, wo ich die Kollegen unterstützen muss. Und danach guckst du dann, und dann hast du ja auch noch viele andere Termine nebenher. Und dann kriegst du schon so einen Tag vorbereitet. Und dazwischen ist halt auch viel nochmal, irgendwann musst du auch, sag ich jetzt auch mal arbeiten, ne? Also Anträge lesen, Anträge schreiben, Vorlagen lesen. Das ist dann alles noch so dazwischen irgendwie mit hinein. Okay, also gepackt. Auch sehr viel Bürokratie? Sehr viel Bürokratie, weil ohne Bürokratie kriegst du eine Fraktion und auch so einen Plenarbetrieb eigentlich. Es gibt feste Fristen, also so holter die Polter geht es nicht wirklich. Wir sind jetzt tatsächlich schon im Kurzfragenbereich. Das ging jetzt aber schnell. Ja, du hast, war auch wieder super spannend, auch deine Antworten. Ich habe bisher gemerkt, dass ich wirklich in jedem Gespräch Insights erfahren habe, die ich sehr interessant, die ich sehr spannend fand und die ich so für mich mit rausnehme, dass ich so ein Puzzle von unseren Top-Kandidaten habe. Sehr erkenntnisreich, muss ich sagen. Kurzfragen, 4 Kurzfragen, bitte kurz antworten. Bemühe mich. Gut. Wie viele Fahrstunden hattest du in der Fahrschule? Also es war nicht wenig, das gebe ich ehrlich zu. Ich kriege die Zahl wirklich nicht hin, aber ich schätze mal so um die 25. Aber es war doch... Also du hast ja allein 10 Sonderfahrten oder sowas gehabt. Mit Autobahn, über Land, Nacht. Das sind dann 15, nicht mehr so wirklich viel. Also 25 sind nicht viel. Was war deine erste Reise ohne Eltern und wohin ging die? Die ging an die Nordsee, auf die Insel Föhr. Und das war so ein Schüler... Kinderverschickung, hätte ich jetzt gesagt. So ein Feriencamp. Ja. An welchen Schullehrer oder Schullehrerin erinnerst du dich noch und welches Fach wurde unterrichtet? Mein Schullehrer, an den ich mich, glaube ich, immer erinnern werde, ist Dr. Rusam. Den hatte ich Wirtschaft und Recht, also als Wirtschaft und Recht, und ich hatte den auch viel in Erdkunde und ich hatte den vor allem sehr, sehr lange. Okay. Was war dein Lieblingsversteck als Kind? Wir hatten ein Wochenendhaus und ich habe mich jetzt nicht wirklich versteckt, sondern ich habe den Hund genommen und bin im Wald abgehauen. Auch nicht schlecht. Also eigentlich auch schon immer so ein Stück weit naturverbunden. Schon immer, wir sitzen ja hier auch vor einem Riesenbaum. Ich bin ein Stadtkind. Also ich bin wirklich ein Stadtkind. Ich bin in Nürnberg aufgewachsen, geboren, aber ein Stadtkind im Grün, sage ich jetzt immer. Also ich brauche auch das Grüne. Das würde ich, das Wochenendhaus, raus in die Natur, Wald... Abschlussfrage. Wenn du 50 Millionen zur Verfügung hättest, die du im Rahmen deines Wissens und deiner Tätigkeiten ohne Restriktionen und ohne Auflagen für die Bürgerinnen und Bürger ausgeben dürftest, für was würdest du sie einsetzen und warum? Ich würde sie definitiv für Bildung einsetzen. Und zwar für Bildung für benachteiligte Kinder, aus welchen Gründen jetzt auch immer benachteiligt, ob wegen Sprache oder weil sich die Eltern nicht kümmern können. Weil ich glaube, Bildung ist einfach der Schlüssel zu allem. Und ich finde es so wahnsinnig schade, wenn wir da jemanden einfach verlieren, wenn wir da Talente nicht erkennen, wenn wir da Talente nicht fördern. Und ich befürchte, das geht so, so schnell, dass ich da diese 50 Millionen wirklich mit Freude hineingeben würde. Ja, das war's schon. Relativ schnell. Möchtest du noch unseren Bürgerinnen und Bürgern irgendwas mitgeben, irgendwas, was dir am Herzen liegt im Rahmen deines politischen Engagements? Also ich glaube, was mir ganz, ganz arg am Herzen liegt, ich war Montag das erste Mal wieder bei einer Schülerklasse, also so eine Klasse Schüler live, und da war auch so die Frage, die mich dann eigentlich betroffen hat, war, ob ich Angst um die Demokratie habe. Und das ist eine große Frage, finde ich. Aber ich habe schon auch Angst um die Demokratie, weil ich Angst habe, dass wir viele einfach nicht mehr erreichen, dass wir viele verlieren, dass wir nicht wissen, wie wichtig eigentlich diese Demokratie ist, wie gut sie auch funktionieren kann. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass wir uns engagieren, dass wir aber auch jeden mitnehmen und dass wir nicht zulassen, dass es Menschen gibt, die sich in wirren Verschwörungstheorien irgendwie abfallen lassen und die Demokratie ablehnen. Also deswegen engagieren, wählen gehen, am besten natürlich die FDP, die Freien Demokraten, aber ich glaube, Hauptsache für die Demokratie engagieren. Vielen lieben Dank. Ein schönes Schlusswort. Du hast ja sicherlich schon mitbekommen, wir kommen nicht nur in die Landkreise unserer Top-Kandidaten, sondern wir bringen aus unserem Landkreis auch was mit. Und auch nur wirklich von Unternehmen aus der Region. Und wir wissen, dass du ganz gerne ab und an einen Kaffee trinkst.
Und deswegen haben wir dir ein Savoir-Vivre mitgebracht von Café Braun bei uns aus der Region. Mit den herzlichsten Grüßen von uns vom Bayerischen Untermain. Danke, dass du Zeit hattest. Und für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war Katja Hessel, Kandidatin Nummer 2, unsere Frau, Powerfrau. Mit den Listenplätzen habe ich es nicht so, weil ich bin so begeistert von unseren Top 15, bin ich ganz entspannt. Aber eine Frau für Berlin. Und wir freuen uns über Ihre Stimme. Wenn Ihnen das Interview gefallen hat und Sie noch in den einen oder anderen Clip reinschauen möchten, schauen Sie einfach vorbei auf YouTube, FDP, OV, MOE. Vielen Dank, Ihre Katja und Nicole.